Die USA eine Woche vor der richtungsweisenden Wahl. Die Demokraten mit neuer Energie und neuer Kandidatin, Kamala Harris. Let's get out there, let's vote for it, and together let us write the next great chapter in the most extraordinary story ever told. Nach dem Attentat ist Donald Trump in den Augen seiner Anhänger ein Märtyrer für die USA. We must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Die Frage nach der Identität der USA hat das Land gespalten. Politische Gegner sind zu persönlichen Feinden geworden. Und beide Seiten betonen, bei dieser Wahl geht es um die Entscheidung für das Gute und gegen das Böse. This is not about Republican versus Democrat, left versus right anymore. It's about good versus evil. It's almost always a choice between good and evil. Wir reisen durch die Swing States und treffen Demokratinnen und Republikaner, die um die letzten unentschlossenen Stimmen kämpfen. He's not only a conservative, but he's a populist. So he's bringing us back to our true conservative positions and policies. Kamala Harris will be a president for all Americans, and that's what I'm hearing. They want someone who will fight for our freedoms, and our freedoms are on the ballot. Ausschlaggebend sind die Stimmen der enttäuschten weißen Arbeiterklasse im Rust Belt, der Industrieregion im Mittleren Westen. Und die Stimmen der wichtigen demografischen und ethnischen Gruppen im Süden der USA. Die Themen Wirtschaft, Abtreibung und Migration werden die Präsidentschaftswahl entscheiden. Wer zieht ein ins Weiße Haus? Sie feiern die Vielfalt und tanzen für gleiche Rechte. Am Pride-Umzug in Atlanta im Bundesstaat Georgia setzen kurz vor den Wahlen tausende Menschen ein Zeichen für ein offenes, progressives und diverses Amerika. Ein Amerika, das Schwule, Lesben, Transgender und queere Menschen ein- und nicht ausschließt. Es ist ein Amerika, wie es Kamala Harris will. Ihre Wahlhelferinnen müssen hier niemanden überzeugen. Vielmehr geht es darum, Telefonnummern auszutauschen und Wähler zu mobilisieren. Wie wichtig ist die Wahl? Unser Leben hängt davon ab. Unsere Demokratie hängt davon ab. Was, wenn sie nicht gewählt wird? Uns wird vieles weggenommen, für das wir so hart gekämpft haben. Sie repräsentiert die Menschen. Wir brauchen keinen Milliardär im Weißen Haus. Es geht um die Demokratie. Wollen wir die Demokratie behalten oder wollen wir eine Diktatur? Dass Kamala Harris Georgia gewinnt, ist alles andere als sicher. Donald Trump liegt in den Umfragen vorne. Vor 4 Jahren gewann Joe Biden in Georgia, das vorher lange Zeit republikanisch wählte. Entscheidend ist die Mobilisierung der afroamerikanischen Wähler, die einen Drittel der Wahlberechtigten ausmachen. Das weiß auch die Kongressabgeordnete Nakima Williams. Sie versichert den Afroamerikanern, dass sich Kamala Harris für sie einsetze, für einen besseren Zugang zu Bildung, günstigeren Krediten für Kleinbetriebe und dass das Wählen nicht erschwert würde. Weshalb hat Trump immer noch so gute Chancen? Donald Trump hat das Land gespalten. Wir müssen die Leute abholen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, was sie denken, aber ich will ihnen die Informationen geben, damit sie die Wahrheit erkennen. Donald Trump hat die Leute belogen und schaut nur für sich selbst und seine Freunde. Wir suchen einen Weg nach vorne. Kamala Harris repräsentiert alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Und das müssen wir vermitteln. Barack Obama weiß, wie wichtig die Stimmen der afroamerikanischen Bevölkerung sind. Wie viele Demokraten ist er beunruhigt, dass die Unterstützung bei jungen schwarzen Männern gemäß Umfragen bröckelt. Ihr kommt mit all diesen Gründen und Ausreden.
Ich habe ein Problem damit und spreche direkt euch Männer an. Zum Teil glaube ich, ihr werdet einfach nicht warm mit der Idee, eine Frau als Präsidentin zu haben. Doch zu Vorbehalten wegen des Geschlechts kommt eine tiefsitzende Frustration, vor allem bei der jungen afroamerikanischen Bevölkerung. Strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen konnten die Demokraten auch mit Präsident Obama kaum beseitigen. Die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten brachte die Menschen auf die Straßen. Eine Protestwelle gegen Rassismus schwappte über das Land. Noch immer fühlen sie sich zu wenig gehört. Ein Kampf, der mit Martin Luther King und der Bürgerrechtsbewegung begann. Die Rassentrennung wurde in den 1960er Jahren abgeschafft, mit Hilfe der Demokraten. Viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner haben das bis heute nicht vergessen. Das wirkt nach bei der Ebenezer Baptist Church, der ehemaligen Wirkungsstätte und Kirche von Martin Luther King. Wie wichtig sind diese Wahlen für euch? Extrem wichtig. Können Sie sich vorstellen, dass die Zeit wieder in die meiner Jugend zurückgedreht wird? Ich wuchs im segregierten Georgia auf. Erzählen Sie. Alles war segregiert. Es gab Brunnen und Toiletten nur für Farbige. Man konnte nicht in Restaurants oder Einkaufszentren gehen. Und Sie befürchten, dass Trump das Rad zurückdreht? Oh ja, er meint es ernst. Wenn Trump darüber spricht, die alten Zeiten zurückzuholen, wohin möchte er zurück? Möchte er dorthin zurück? Ich gehe nicht zurück. Das ist für mich keine Option. Ich treffe Andrew Young. Der 92-Jährige kämpfte an der Seite von Martin Luther King für mehr Rechte für Schwarze. Alle Meilensteine der Bürgerrechtsbewegung haben sie zusammen erlebt und zur Aufhebung der Rassentrennung beigetragen. Umso mehr interessiert es mich, was für ihn bei dieser Wahl auf dem Spiel steht. Nun, was immer auf dem Spiel steht, es ist fast immer die Wahl zwischen Gut und Böse. A choice between good and evil. I'm an optimist and I'm. Ich bin ein Optimist. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich glaube, diese Wahl wird den Kurs Amerikas für die nächsten 50 Jahre bestimmen. Ist es für Sie beängstigend zu sehen, dass die Unterstützung der Afroamerikaner für Trump zunimmt? Das glaube ich nicht. Warum nicht? Ich kenne Afroamerikaner und weiß, dass sie dir sagen, was du hören willst. Glauben Sie, dass es ein Spielchen ist? Nein, ich glaube nicht. Sie wissen es. Ich bin schwarz, seit 92 Jahren. Das Land ist sehr gespalten. Es gibt Leute, die sagen, sie würden zu den Waffen greifen, wenn Trump verliert. Haben Sie keine Angst vor solchen Szenarien? Nein. Und zwar deshalb, weil die Leute wollen, dass man Angst hat. Ich bin mit Martin Luther King durch alle Gefahren gegangen und ich hatte nie Angst. Der Traum des Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King. Gleiche Rechte für Schwarze und Weiße. Dass die USA diesem Traum ein Stück näher gekommen sind, ist auch Kings Mitstreiter Andrew Young zu verdanken. In den USA in den 1950er und 60er Jahren kämpften sie Seite an Seite für die Aufhebung der Rassentrennung. Trotz Gewalt, Verhaftungen und Ermordungen erreichte die Bürgerrechtsbewegung ihre wichtigsten politischen Ziele. Das Verbot von Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht in den Bürgerrechtsgesetzen von 1964 und 1965. Martin Luther King zahlte für seine Ideale mit seinem Leben. Im April 1968 wird er im Lorraine Motel in Memphis ermordet, an der Seite Andrew Youngs. Sprechen wir noch über gleiche Chancen für alle.
Die Black Lives Matter-Bewegung wehrt sich gegen den strukturellen Rassismus und beklagt sich, dass es ihn immer noch gibt. Es gibt strukturellen Rassismus und ich habe mein ganzes Leben lang dagegen angekämpft. Aber ich habe das Gefühl, dass ich gewonnen habe, dass ich heute besser dran bin als früher. Ich reise nach Detroit, im Swing State Michigan, im sogenannten Rust Belt. Der Rostgürtel im mittleren Westen war einst eine florierende Industrieregion. Noch heute zeugen Fabrikruinen davon. Mit dem Wegzug der Automobilindustrie kamen Bankrott und Zerfall. Tausende verloren ihre Arbeit. Die Stimmen der Arbeiterklasse in Michigan sind hart umkämpft. In Detroit spricht Kamala Harris vor Gewerkschaftsmitgliedern und somit zu deren Familien und Freunden. Diese Wähler will Harris holen, indem sie betont, dass Gewerkschaften allen Arbeitnehmenden zugutekommen. Sie sind vielleicht kein Gewerkschaftsmitglied, aber danken Sie besser einem Gewerkschaftsmitglied. Für die 5-Tage-Woche. Danken Sie den Gewerkschaften für bezahlte Krankenzeit und bezahlten Urlaub. Wenn die Gewerkschaften stark sind, ist Amerika stark. Besonders mächtig ist die UAW, die Gewerkschaft der Autoarbeiter. Deren Präsident Sean Fain stellt sich hinter Kamala Harris und versucht, aktiv Wählerstimmen zu mobilisieren. Harris und Vize Tim Walz kommen aus der Arbeiterklasse. Sie kümmern sich um unsere Anliegen, lautet seine Botschaft. Sie haben hier zwei Leute, die mit streikenden UAW-Mitgliedern am Posten standen. Da würden Sie Donald Trump nie finden. Trump und J.D. Vance dienen nur sich selbst. Sie repräsentieren die Milliardärsklasse und bereichern sich auf Kosten der Arbeiterklasse. Die Montagearbeiter in Lordstown wurden von Donald Trump aufgegeben. Kamala Harris brachte eine Batteriefabrik nach Lordstown, Ohio. Sie war Teil der Lösung. Die Arbeiter, die zurückgelassen und im Land verteilt wurden, kehren nach Hause zurück wegen ihr. Trump schlägt zurück aus einer Stahlfabrik in Michigan. Er bezichtigt Harris einer Handelspolitik, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Alle Fabriken werden innerhalb von 2-3 Jahren nach China verlagert. Es wird hier keine Montagearbeiter mehr geben. Wenn Sie Trump wählen, werden wir die Fabriken auf ein Niveau bringen, das Sie noch nie gesehen haben. Autos aus Mexiko werde er mit hohen Zöllen belegen. An Trumps Seite Brian Pennebaker, ein ehemaliger Autoarbeiter von Ford. Ich bitte die Autoarbeiter und alle, die die Autoindustrie beliefern, nehmt 10 oder 15 eurer Freunde und stellt sicher, dass Sie Trump wählen. Unser Überleben hängt davon ab. Diese Nachricht verbreitet Pennebaker auch vor den Autofabriken in Detroit. Mit Kamala ist die Autoindustrie am Ende. Brian ist der Gründer der Gruppe Autoworkers for Trump, die Wähler mobilisieren will. Trump werde die Vorschriften der Regierung zur Förderung von Elektrofahrzeugen aufheben. Kein Konsument wolle diese kaufen. Kamala Harris hat gesagt, sie wolle die Produktion von Verbrennungsmotoren in Amerika bis 2035 verbieten. Es werden keine mehr produziert. Nun, das würde den Tod der Autoindustrie hier in Amerika bedeuten. Und wir würden von China und Elektrofahrzeugen dominiert. Bei dieser Wahl geht es auch darum, wem die Menschen eine bessere Wirtschaftspolitik zutrauen. Die Benzinpreise sind gestiegen und somit alles andere. Jetzt sagt man, die Inflation geht zurück. Ja, von 9% auf 4%. Trump wird uns zurückbringen. Trump hält uns aus Kriegen raus, hält Steuern und Inflation niedrig und verbessert die schlechten Handelsabkommen der Demokraten. In einem Vorort von Detroit im Macomb County besuche ich Brian Pennebaker zu Hause. Diesen Wahlbezirk hat Trump 2016 knapp gewonnen und somit den Bundesstaat Michigan. Zuvor ging dieser zweimal an Obama.
2016 begann die Festung der Demokraten zu bröckeln, sagt Brian. Diese Partei repräsentiere nur noch die Elite oder die Armen, die von Steuergeldern leben wollen. Wie wichtig sind die Stimmen der Autoarbeiter 2016, aber auch jetzt? Die Autoarbeiter machten, was sie für Reagan machten. Sie wählten republikanisch für Donald Trump. Warum? Weil sie wissen, dass Trump und seine Politik besser sind für die Autoindustrie. Wo war der Trump-Boom nach 2016? Wie kann man 40, 50 Jahre schlechte Regierungspolitik der Demokraten in 4 Jahren korrigieren? Der Wirtschaft geht es heute besser. Hat Trump Jobs nach Michigan gebracht? Trump hat das Freihandelsabkommen NAFTA gekündigt und eines verhandelt, das Arbeitsplätze aus Mexiko wieder zurückbringen wird. Brian lädt mich ein zu einer Veranstaltung der lokalen republikanischen Partei. Die Anhänger der MAGA-Bewegung Make America Great Again sind sich einig, die letzte Wahl wurde gestohlen. Verschwörungstheorien sind hier salonfähig. Der Star des Abends ist Lara Trump. Donald Trump hat seine Schwiegertochter zur Co-Chefin des Republican National Committee gemacht. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Es ist nicht mehr Republikaner gegen Demokraten. Es geht um Gut gegen Böse. Darum geht es in diesem Land. Wir müssen die Wahl überfluten, damit sie nicht manipuliert werden kann. Dazu brauchen wir Leute, die frühzeitig wählen gehen und dann jeden Tag bis zum Wahltag hin sicherstellen, dass Nachbarn, Freunde, Familie, ja sogar der Zahnarzt mitkommen und für Donald Trump wählen. Bringt sie zur Wahlurne. Danke, Leute. Gott segne euch. Ich liebe euch, Michigan. Von Lara Trump will ich wissen, ob Donald Trump das Wahlergebnis auch akzeptiert, wenn er verliert. Lara, meine Tochter heißt auch Lara. Was haben Sie für mich? Was geschieht, wenn er nicht gewinnt? Werden Sie das Ergebnis akzeptieren? Wow, ich glaube von ganzem Herzen, dass er gewinnt. Sonst wird es für das Land und die Welt schwierig. Wir können so nicht weitermachen. Ich bin unterwegs in den Bundesstaat Ohio. In Youngstown bildeten die Stahlwerke einst das Rückgrat einer blühenden amerikanischen Wirtschaft. Dann wanderten die Jobs ab ins billiger produzierende Ausland. Auch Kenny Greckos Großväter arbeiteten in den Stahlwerken. Er verdient sein Geld mit dem Recycling von Altmetall. Jeder zweite Einwohner hat Youngstown verlassen. Viele Menschen mussten den Beruf wechseln oder in eine andere Region ziehen, um Arbeit zu finden. Damals prosperierte hier alles. Es gab Lebensmittelgeschäfte, Spielzeugläden und Friseursalons. Heute sind alle weg, es gibt nichts mehr. Der freie Handel habe Arbeitsplätze exportiert und billige Waren importiert. Vom Konjunkturpaket der Regierung sehe er nichts. Ein Politiker nach dem anderen kam hierher und versprach, alles wird besser. Glauben Sie das noch? Eine Partei hat es in Youngstown 40 Jahre lang gemacht. Welche Partei? Die Demokraten. Wir werden dies tun und das tun, danke für die Stimmen. Und man sieht sie 4 Jahre nicht mehr. Und dann kam Trump und sagte, sie haben euch alles versprochen und nichts gegeben. Er hat Ohio auf Rot, auf republikanisch gedreht. Aber Sie kommen aus einer Stahlarbeiterfamilie. Die waren doch traditionell demokratisch. Ja, aber jetzt ist es die republikanische Partei. Ich weiß nicht, wann sich das verändert hat, aber gewerkschaftlich orientiert, hart arbeitend, familienorientiert, das waren die Clinton-Jahre, die Zeit von Jimmy Carter. Ein Clinton-Demokrat wäre heute wohl ein Republikaner.
Das, wofür Clinton stand, entspricht heute doch eher einem liberalen Republikaner. Darum sind die meisten Menschen hier, die Republikaner oder Trump wählen, noch immer als Demokraten registriert. In Youngstown sehnt man sich nach dem, was Trump verspricht: Make America Great Again. Viele Gemeinden im Mittleren Westen, die den Kern der Arbeiterbewegung bildeten und demokratisch wählten, sind nach rechts gerückt, wegen der wirtschaftlichen Situation. In Ohio, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, ist Trumps Vize J.D. Vance. Er hat an einer Elite-Uni studiert. An die Menschen in Middletown, Ohio und an alle vergessenen Gemeinden in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und in jedem Winkel unserer Nation. Ich verspreche Ihnen, ich werde ein Vizepräsident sein, der nie vergisst, woher er kommt. Für viele verkörpere J.D. Vance den amerikanischen Traum, sagt Greco. Die Stimmung im Wahlkampf macht ihm aber Sorgen. Everything is polarized. Alles ist polarisiert. Politik, Religion. Als Bill Clinton Präsident war und er etwas nicht durch das Repräsentantenhaus brachte, rief er den Republikaner Newt Gingrich an. Der war nicht sein bester Freund, aber sie tranken zusammen und fanden Kompromisse. Wenn man heute über den Gang politisiert, gilt man als schwach oder als Verräter. Ich fahre nach Charleston im Bundesstaat West Virginia. Die wichtigste Industrie hier war die Kohle. Aus diesen Bergen wurden die Ressourcen geholt, die das Land für die Industrialisierung nutzte. Als die Kohle, die man für den Strom brauchte, anderswo billiger wurde, ließ man ausgestorbene Städte zurück. Die Menschen hier sind konservativ, tief religiös und Trump-Wähler. Der Wechsel von Blau nach Rot, von den Demokraten zu den Republikanern, war radikal. Die Macht der Demokraten stützte sich auf die Kohleindustrie mit den einst starken Gewerkschaften. Die Industrie schrumpfte, ein Drittel der Minenjobs verschwand und somit der Einfluss der Demokraten. Die Arbeiter fühlten sich verraten von ihrer Partei. Ich besuche Inspektoren für Minensicherheit. Charlie, hi Charlie. Josh. Hi Josh, hi. Sind Sie stolz, Minenarbeiter zu sein? Können Sie beschreiben, wieso? Sie können sich meine alten Schulaufsätze ansehen zur Frage, was willst du werden, wenn du groß bist? Manche Kinder wollten Polizist, Astronaut oder Präsident der USA werden. Ich schrieb immer Minenarbeiter. Mein Urgroßvater, Großvater und Vater waren Minenarbeiter. Und ich sah, wie es ihnen ging. Irgendwann wird Kohle wohl ersetzt. Es gibt erneuerbare Energien und seit Biden den Green Deal. Macht Ihnen das Sorgen? Nicht wirklich. Für die Windmühlen braucht es Stahl und für den Stahl braucht es Kohle. Die meisten Grubenarbeiter wählen Donald Trump. Er sei besser für ihre Industrie. Was soll der nächste Präsident für West Virginia tun? Sie? Er soll mehr Arbeitsplätze für uns schaffen. Mehr Jobs. Nicht nur Kohle, sondern auch Stahl. Verschiedene Industrien, die Jobs bringen. West Virginia ist der drittärmste Bundesstaat. Amy Jo Hutchison kämpft für die Rechte der Working Poor. Einst Demokratin ist sie heute Independent. Sie fürchtet, dass sich die Situation mit Trump im Weißen Haus für die Ärmsten verschlechtern könnte. Doch auch die Demokraten hätten zu wenig gemacht. Das zeigt ihre Rede vor dem US-Kongressausschuss. Ich habe zwei Jobs und einen Hochschulabschluss, aber es reicht nicht. Die staatlichen Armutsrichtlinien sagen, ich sei nicht arm. Aber ich habe ein Glas voller Kleingeld eingelöst, damit meine Tochter an einem Bandwettbewerb mitmachen kann.
Jeder Senator erhält jährlich $40,000 für Büromöbel. Das sind $360 mehr als die Armutsgrenze für eine siebenköpfige Familie. 46 Millionen Amerikaner leben in Armut und geben ihr Bestes. Von unserer Regierung können wir nichts Geringeres akzeptieren. Danke. Thank you. Thank you, Ms. Hutchinson. Nach meiner Rede haben sich so viele Leute bei mir gemeldet und gesagt, das sei ihre Geschichte. Viele alleinerziehende Mütter haben sich an mich gewandt. Ein Thema ist die Krankenversicherung. Sie hatten lange keine. Fast 10 Jahre lang war ich nicht krankenversichert. In meiner Rede habe ich es gesagt. Für den Zahnarzt reichte das Geld nicht. Ich aß Ibuprofen und Nelken als natürliches Heilmittel. Das geht vielen so. Man tut, was man tun muss. 46 Millionen Amerikaner leben in Armut. Wie kann das sein im reichsten Land der Welt? In Amerika gibt es die Überzeugung, dass arme Menschen selbst schuld sind. Es ist der Glaube an die Leistungsgesellschaft. Wenn man hart genug arbeitet, die richtigen Entscheidungen trifft, schafft man es. Ich höre immer, dass ich ein besseres Budget machen soll. Aber wenn mehr Geld rausgeht, als reinkommt, spielt das keine Rolle. Amy Jo kämpft für einen höheren Mindestlohn und bezahlbare Kinderbetreuung. Bis heute erfolglos. Sie wollen wohl das Geld nicht aufbringen dafür. Alles hängt an der Finanzierung, am Mangel an staatlichen Mitteln. Hinzu kommt in West Virginia die Drogenkrise. Diese startete durch verschreibungspflichtige Schmerzmittel wie Opioidpillen. Die Appalachentäler wurden von den Arzneimittelunternehmen mit Pillen überflutet. Auf einem Bauernhof leitet der Arzt Kevin Blankship ein neues 6-monatiges Entzugsprogramm. Die Pillenkrise, die das Land erfasste, betrifft nicht nur West Virginia. Aber hier kommt noch mehr dazu. Die Armut, die Arbeitslosigkeit und die lokalen Industrien, Kohleabbau, Forstwirtschaft. Das ist harte, körperliche Arbeit und es gibt viele Arbeitsunfälle. Menschen mit Rückenbeschwerden und verschiedensten chronischen Schmerzsyndromen. Es gibt nicht nur süchtige Familienmitglieder, sondern auch den Opa, der alle 3 Tage eine Schmerzpille nimmt, um zurück in die Mine zu gehen. Und dann findet der arbeitslose Enkel diese Pillen, findet heraus, dass er $50 pro Stück kriegt. Und so wurde es zu einer Industrie. Kyle ist seit 5 Monaten hier. Als Teenager wurde er abhängig von Opioiden, als es keine Pillen mehr gab von Heroin und Fentanyl. Wie die meisten im Land. Die Arbeit auf der Farm gebe ihm wieder eine Tagesstruktur. Wenn man es nicht ins College schafft, macht man harte körperliche Arbeit. Und die Drogen sind überall. Wer aus West Virginia kommt, hat einen Nachteil. Und doch, wenn ich es schaffe, clean zu werden, können das alle. Peter hat nach einem Sportunfall Opioide bekommen. Später griff er zu Heroin. Die Krise hat weitreichende Folgen. In keinem anderen Bundesstaat wachsen so viele Kinder bei Pflegeeltern auf. Bevor ich hierher kam, lebte ich auf der Straße und aß aus Mülltonnen. Alles Geld, das ich zusammenkratzen konnte, habe ich für Drogen gebraucht. Nur um zu verhindern, dass ich mich krank fühle. Ich habe einfach meinen Tod verlängert. Letztes Jahr starben in den USA weit über 100.000 Menschen an einer Überdosis. Dass noch kein Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, hat für Kevin Blankship auch mit der politischen Polarisierung zu tun. Was erwarten Sie von der Politik? Es ist eine wichtige Wahl. Meiner Meinung nach spaltet Trump unser Land mehr als jeder andere Mensch zuvor. Das ist es, was er tut. Und er ist gut. Er weiß, wie man die Knöpfe der Leute drückt. Und je mehr wir gespalten sind, desto weniger sind wir in der Lage, zusammenzukommen, um dieses Problem anzugehen. Es wird uns als ganze Gemeinschaft brauchen. Solange wir gegeneinander sind, können wir die Dinge nie vorantreiben. Die Frage nach der Identität der USA führt uns in den tiefen Süden, in den Bundesstaat Mississippi.
Viele Menschen hier wollen eine konservativere Gesellschaft und befürworten neue Gesetze wie das Abtreibungsverbot. 50 Jahre lang galt in den USA das Recht auf Abtreibung. Vor 2 Jahren wurde es vom obersten Gericht gekippt. Heute können die Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Diese Entscheidung sorgte für ein politisches Erdbeben und ist ein wichtiges Wahlkampfthema, bei dem Donald Trump widersprüchliche Aussagen macht. Er brüstet sich damit, dass er die konservativen Richter eingesetzt habe, die das Urteil zum landesweiten Recht auf Abtreibung, Roe v. Wade, aufhoben. Ich bin stolz darauf, für die Beendigung von Roe v. Wade verantwortlich zu sein. Das forderten Rechtsgelehrte auf beiden Seiten. Man darf nicht vergessen, die Demokraten sind die Radikalen, weil sie Abtreibungen bis zum 9. Monat und darüber hinaus befürworten. Die Demokraten würden Morde an Babys befürworten. Eine Lüge. Fakt ist, in vielen Staaten sind Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche erlaubt. Einige Staaten haben die Frist stärker begrenzt. 14 Bundesstaaten haben Abtreibungen ganz verboten. Beim Besuch einer Klinik warnt Kamala Harris vor den Gefahren des Abtreibungsverbots. Frauen könnte eine Notfallversorgung verweigert werden, weil die Ärztinnen Angst hätten, aufgrund der Gesetze ins Gefängnis zu kommen. Harris verspricht im Wahlkampf, das Recht auf Abtreibung im ganzen Land zurückzubringen. Wieso genau vertrauen Sie Frauen nicht? Wir vertrauen Frauen. Wenn der Kongress ein Gesetz verabschiedet, um das Recht auf Abtreibung wiederherzustellen, werde ich als Präsidentin dieses Gesetz voller Stolz unterschreiben. Aussagen, die Derendra Hancock Hoffnung geben. Ich treffe sie vor der letzten Abtreibungsklinik in Jackson, Mississippi. Was ist das für ein Haus? Das war einmal das Pink House, die letzte Abtreibungsklinik in Mississippi. Jetzt ist es ein Möbelladen. Ein Möbelladen? Was ist passiert? Nachdem das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung gekippt hatte, musste die Klinik schließen und zog nach New Mexico. Aber in den Jahren davor waren Sie oft hier. Warum? Ich habe Patientinnen vor den Abtreibungsgegnern geschützt, die hier warteten und sie anschrien. Ihr unterstützt Mord. Gottlos. Ihr ermordet unschuldige Kinder im Mutterleib. Schämt euch. Shame on you people. Ist jemand schwanger? Wissen Sie, dass es ein Baby ist, kein Zellhaufen? Sie haben andere Optionen. Gott hat einen Plan für jedes Leben. Blockieren die uns absichtlich? Täglich erlebte Derendra Erniedrigungen von Abtreibungsgegnern. Ich verfluche sie, bis sie die Wahrheit erkennen. Vor der ehemaligen Klinik schaue ich mit Derendra zurück auf ihren verlorenen Kampf. Wie war das für Sie, als Abtreibung verboten wurde? Verheerend. Die Frauen verloren die Kontrolle über ihren Körper und ihre Menschenrechte. Wegen 9 Richtern, die in Washington leben und nicht in der Armut. Und dem Dreck in Mississippi. Wie viele Abtreibungen wurden hier täglich vorgenommen? Gegen Ende 60 bis 70 Abtreibungen.
Normalerweise war die Klinik auf Wochen hinaus ausgebucht. In den letzten Wochen wollten sie noch so viel unterbringen wie möglich. Was machen diese jungen Frauen jetzt? Eine 15-Jährige, die ungewollt schwanger wird. Sie hat praktisch keine Wahl. Wenn sie es sich leisten kann, geht sie in einen anderen Staat für die Abtreibung. Aber das ist 8 bis 10 Stunden weg. Oder sie kann Abtreibungspillen bestellen. Aber sie muss wissen, wie das geht. In vielen Fällen ist sie gezwungen, das Kind zu behalten. Sie haben gekämpft, aber nicht erreicht, was sie wollten. Was löst das bei Ihnen aus? What are your emotions now, 2 years later? Well, I'm sad, I'm angry. Nun, ich bin traurig und wütend. Mein Herz ist gebrochen. Mich betrifft das Thema nicht mehr. Aber viele meiner jüngeren Freundinnen zwischen 20 und 30 schon. Ich bin traurig und habe Angst, dass viele von ihnen gar keine Wahl haben, wie ihr Leben sein könnte. Das Thema Abtreibung spaltet die USA stark. Ein Beispiel für den Kulturkampf um die Identität des Landes. Wir fahren weiter durch den Bible Belt, wie man die Südstaaten auch nennt. Im Bundesstaat Louisiana, nahe New Orleans, finden wir eine andere Haltung beim Thema Abtreibung. In einem Crisis Pregnancy Center berät man schwangere Frauen in Not. 2500 solche Zentren gibt es im ganzen Land, teils privat, teils staatlich finanziert. Diese Zentren sind umstritten, weil sie alle Frauen mehr oder weniger direkt von Abtreibungen abhalten wollen. Wo sind wir hier? Das ist unser Ultraschallraum. Alle Dienstleistungen sind kostenlos, auch die Ultraschalluntersuchung. Egal, wie sich eine Frau letztendlich entscheidet, finde ich es wichtig, dass sie sich ansieht, was sich in ihrem Mutterleib befindet, bevor sie eine drastische Entscheidung trifft. Eine neutrale Beratungsstelle ist das nicht, denke ich in der Kinderboutique, wo es gratis Kleider für die Jüngsten gibt. Auch das soll den Frauen helfen, sich für das Leben ihres Kindes zu entscheiden. Denn dieses soll für die Abtreibungsgegnerinnen in jedem Fall geschützt werden. Ist Abtreibung auch nach Vergewaltigung oder Inzest verboten? Ja. Und das unterstützen Sie? Es gibt kein schlimmeres Verbrechen als eine Vergewaltigung. Ich habe selbst Inzest erlebt als Kind. Und ich weiß, wie furchtbar das ist für Frauen. Es sollte nicht ein unschuldiges Baby im Mutterleib bestraft werden, sondern die Täter, die die Gewalt verüben. Aber sagen wir, ein 13-jähriges Mädchen, vielleicht eine Afroamerikanerin, muss ein Kind gebären, das dann in großer Armut aufwächst. Wollen Sie das? Viele Menschen werden unter sehr schwierigen Bedingungen groß, vor allem in den Städten. Und vor allem in der afroamerikanischen Community. Aber ab welchem Punkt sagen wir, dass es besser ist, tot zu sein als arm? Aber es geht doch um den Körper der Frau. Und ihr nehmt der Frau das Recht, selber darüber zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Warum? Lasst uns das umdrehen. Warum nehmen wir dem Baby das Recht zu leben? Rechte sind wichtig,
Aber es gibt Rechte, die wir nicht haben. Ich darf niemanden töten. Ich darf niemanden vergewaltigen. Dagegen gibt es Gesetze. Der Unterschied ist nur, dass bei der Abtreibung das Baby in meinem Bauch ist. Welcome to Texas! Entlang der Autobahn in Richtung Texas häufen sich die Jesus-Schilder. Belege für eine sehr religiöse Bevölkerung. Viele Menschen wollen hier Bücher aus Bibliotheken verbannen. Über 4000 Bücher wurden in den USA im letzten Jahr aus Schul- und Gemeindebibliotheken entfernt. Im Städtchen Katy in der Nähe von Houston finden die Jugendlichen in der öffentlichen Bezirksbibliothek die Literatur über sexuelle und ethnische Identität, welche an ihrer Schule verboten wurde. Nehmen Sie doch ein Buch und erzählen Sie uns, warum es verboten ist. Klar. In Heartstopper geht es um LGBTQ-Themen. Es geht darum, wie zum Beispiel schwule, Lesben oder Transmenschen Herausforderungen meistern, wenn sie in der Schule gemobbt werden. Wenn Schülerinnen und Schüler sich also mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, können sie sich in diesen Büchern wiederfinden. Sie helfen ihnen, Trost und Sicherheit zu finden und das Erwachsenwerden zu meistern. An den Sitzungen der Schulaufsicht kämpft Cameron gegen Bücherverbote an. Bitte, bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Sie können das entscheiden. Auch Eltern melden sich zu Wort. Sie haben Angst, dass die Moral der Kinder in der Schule verdorben würde. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Kinder vor Lehrern und anderen schützen, die unseren Kindern den pervertierten LGBTQ-Lebensstil einreden möchten. Diese Angst vor Indoktrinierung schürt auch Trump an seinen Wahlkampfauftritten. Can you imagine you're a parent? Könnt ihr euch vorstellen, als Eltern euren Sohn in die Schule zu schicken, ich liebe dich, Jimmy, zu sagen, und er kehrt zurück mit einer brutalen Geschlechtsumwandlung? Was zur Hölle ist los mit unserem Land? Eine absurde Behauptung von Trump, die Eltern aufschrecken soll. Bei Christopher und Mandy Hackett erfahre ich, wie texanische Schulbehörden zu ideologischen Kampfzonen wurden. Als Chris für die Schulaufsicht kandidierte, erlebte er, wie sogenannte christliche Nationalisten anfingen, sich für diese Ämter zu interessieren. Als ich 2014 kandidierte, war ich bei einer Versammlung der Republikaner. Da sprach ein Mann, der in ganz Texas auftrat, über die Notwendigkeit, die Schulaufsichten zu übernehmen. Denn wer die Schulen kontrolliere, kontrolliere die nächste Generation. Von da an wurde jede Wahl für die Schulaufsicht in unserer Stadt Granbury politischer. Es ging nur noch um Ideologien und darum, den Kandidaten ihre politische und religiöse Ideologie aufzuzwingen. Christopher und Mandy fingen an, die Geldflüsse in der texanischen Politik zu recherchieren und stießen auf zwei ultrareligiöse Ölmilliardäre, Ferris Wilkes und Tim Don. Sie finanzieren die Wahlkampagnen von christlichen Nationalisten, damit diese in Schulvorstände gewählt werden, um die religiöse Agenda voranzutreiben. Sie wollen ihre Ideologie in die amerikanische Politik und die Gesetze injizieren. Und sie investieren eine Menge Geld, um ihre Ziele zu erreichen. Und was für ein Ziel verfolgen sie schlussendlich? Die christlichen Nationalisten wollen die Trennung zwischen Staat und Religion aufheben. Sie glauben, dass die USA schon immer eine christliche Nation waren. Um ein richtiger Amerikaner zu sein, müsse man ein ganz spezifischer Christ sein. Und um so ein Christ zu sein, brauche es bestimmte politische Überzeugungen. In Texas wählen Städter linksliberal, doch die christlich-konservative Landbevölkerung überwiegt. Die Werte der Cowboys seien die Werte der Republikaner, auch wenn man nicht viel vom Trumpismus hält. Wichtiges Wahlkampfthema hier ist die Energie. I'm
Ich werde bald 60. Ich habe vielleicht noch 20 Jahre. Aber was werden unsere Kinder sehen in ihrem Leben? Das ganze Land voller Windturbinen, die mehr Energie brauchen, als sie je produzieren werden. Texas führt den nationalen Windenergieboom an. Von den Branchen der erneuerbaren Energien erhält Kamala Harris Unterstützung für das Klimaschutzprogramm. Bis 2050 soll die USA klimaneutral sein. Trump hingegen will die fossile Brennstoffindustrie deregulieren, um Benzinpreise zu senken. Im Permbecken liegt das zweitgrößte Öl- und Gasvorkommen der Welt. Durch West-Texas gelangen wir an die mexikanische Grenze nach El Paso. Die Migration ist für viele Wähler ein entscheidendes Thema. In Bidens Amtszeit ist die Zahl illegaler Einwanderer stark gestiegen. Bidens Verordnung, die es erlaubt, die Grenze zeitweise zu schließen, kam spät. Amerikaner hätten Millionen von Arbeitsplätzen verloren wegen illegalen Migranten, heizt Trump der Menge ein. Wir werden die Grenze schließen. Wir werden die Migrationsinvasion stoppen. Und wir werden die größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte beginnen. Wir haben keine Wahl. Doch Trump hat das Grenzgesetz torpediert, das Republikaner und Demokraten im Senat gemeinsam vorschlugen. Trump zieht es vor, mit der illegalen Migration Wahlkampf zu machen, statt sie zu lösen. Das amerikanische Volk verdient einen Präsidenten, dem die Grenzsicherheit wichtiger ist als politische Machtspiele und seine persönliche politische Zukunft. Fahrt entlang der Mauer. Prestigeprojekt von Donald Trump. In Sesame, Arizona, bringt Gail Kuzurek Wasser und Nahrung an die Grenze. Gail, Sie sagen, das schneidet sich wie Butter? Ja. Und wenn Sie mit dem Schneiden der einfachen Stellen fertig sind, fangen Sie mit diesen an. Wissen Sie, wie man herausfindet, ob man durchschneiden kann? Ein Wissenschaftler hat mir das erklärt. Er nahm einen Stein und machte das. Hören Sie den Unterschied? Hohl, fest. Da schneiden Sie. Kommen Sie hierher und machen Sie zwei Reihen. Eine für Familien und eine für Einzelpersonen. An diesem Morgen sind über 100 Menschen illegal über die Grenze gekommen. Sie wollen in den USA einen Asylantrag stellen und lassen sich bereitwillig von der Grenzpolizei abführen. Doch sie können ohne Anhörung deportiert werden. Das ist die neue Verordnung, wenn die Höchstzahl von Grenzüberschreitungen pro Woche erreicht ist. Man hätte 1632 die Türen schließen können, als meine Familie aus England kam. Aber was dieses Land stark macht, ist das Gewebe aus vielen verschiedenen Fäden aus der ganzen Welt. Menschen von überall. Deshalb haben wir hier so viel Innovation. Ich möchte das nicht gefährden. Phoenix, die Hauptstadt von Arizona. Der Bundesstaat war lange republikanisch. Als sich hier 2020 der Sieg von Joe Biden abzeichnete, begannen die Trump-Anhänger vor den Auszählungslokalen zu protestieren. Angestachelt durch Trump und Verschwörungstheoretiker, die sagten, die Wahl sei gestohlen. Noch heute machen Wahlleugner 30% der Bevölkerung aus. Taylor Kinnerup erlebte die Proteste als Reporterin mit. Heute ist sie mitverantwortlich für die Wahlen. Welche speziellen Maßnahmen haben Sie getroffen für diese Wahl? Es ist Vorschrift, Videokameras zu haben, die den Wahlprozess zeigen. Wir haben aber auch bewaffnete Sicherheitskräfte an jedem Eingang. Am Wahltag haben wir berittene Polizisten, die in der Umgebung patrouillieren. Wir haben Polizisten, die in Zivil patrouillieren.
Im Gebäude haben wir am Wahltag sogar Mitglieder des FBI, die den Prozess überwachen und uns unterstützen. Vor dem Wahllokal treffe ich Bob Burns. Als Wahlhelfer prüft er die Gültigkeit der Stimmzettel. Er glaubt an das Wahlsystem. Ich war sehr enttäuscht von den Leuten, die sagten, es sei eine gestohlene Wahl, obwohl ich konservativ bin. Habe ich für Trump gestimmt? Ja. Aber ich war enttäuscht, wie sie reagiert haben. Niemals in der Geschichte dieses Landes haben wir dieses Amt mit Maschinengewehren übergeben. Wir stehen hier vor dem Gebäude, wo es 2020 zu massiven Protesten kam. Machen Sie sich gar keine Sorgen? Damals standen Leute wie Sie plötzlich unter großem Druck und wurden aufgefordert, das Zählen zu stoppen. Wissen Sie, alles, was es braucht, damit das Böse triumphiert, ist, dass gute Menschen nichts tun. Wenn also jeder untätig bleibt, geht das System den Bach runter. So. If everybody sits back, the system goes to hell. In 5 Tagen ist es soweit. Amerika hat die Wahl.